okay, wir können uns darüber jetzt natürlich streiten, ob das jetzt gerade in irgendeiner Form perfekt gewesen ist, was ihr gesehen habt, aber zumindest vom Spiel aus gesehen haben wir durchaus sozusagen den Eidolon, also den Terralyst, auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen perfekt gelegt, weil wir haben eben das, was er sozusagen an Loot uns geben könnte, auch komplett erhalten. Solltet ihr, wie gesagt, zum Beispiel am Ende eben nicht zwei Drohnen dort haben oder der abhauen können zwischendurch, dann könnt ihr natürlich alles, was ihr dort seht, überall ein paar von den Cores zum Beispiel auch mal gerade abziehen, weil ihr kriegt tatsächlich dann weniger. Aber um das vielleicht jetzt mal in Zahlen mal ein bisschen besser auszudrücken, was kriegen wir momentan hin, wenn wir zu zweit in die Plains of Eidolon gehen, um so einen Terralyst umzuhauen? Jedes Mal sozusagen, wenn Nacht wird, was übrigens momentan sieht es im Spiel so aus, ja doch, dass wir 100 Minuten Tag haben und dann 50 Minuten Nacht, bei sozusagen einer einzigen Nachtphase, haben wir momentan so in die 12.000 Punkte kriegen wir da raus. Also wir hauen nämlich zwei Terralyst dabei um. Das heißt, beim Worten pro Terralyst sind es um die 6.000. Dementsprechend, wie viele Womberlyste ihr außenrum abmurkst, kann es natürlich auch deutlich schon mal mehr sein. Aber wenn wir da rumstiefeln, sind es in der Regel nicht so wahnsinnige Mengen. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass wir da auf jeden Fall mit 6.000 noch halbwegs okay dabei sind. Das heißt, wir haben eine Flawless Sentinel Core hier. Der ist immerhin 1.200 Punkte wert. Das ist schon mal ganz Messe. Dann vielleicht bis zu 7 von diesen Exceptional Sentient Cores, die immerhin 500 Standing pro Stück wert sind. Und dann irgendwas plus minus, was um die 20 herum. Also wird wahrscheinlich ein Wort sein, wie, weil auch der Terralyst halt ein paar davon fallen lässt. Wenn er eben perfekt umgenutzt worden ist, dann ist es, glaube ich, 7 oder 10 waren es nochmal mehr. Aber so in Pi mal Daumen um die 20 könnt ihr euch schon drauf einstellen, mit den ganzen Womberlüsten, die ihr abmurkst. Das heißt, das ist quasi relativ gut machbar, wenn ihr einmal am Tag den richtig gut umhaut und jetzt vielleicht noch nicht so viel Mastery-Rang habt, weil ja auch euer tägliches Limit, was ihr an Punkten abgeben dürft, ja auch davon ein bisschen abhängt. Ich meine, ich habe jetzt 25.000 Punkte, das heißt, wenn ich den, in Anführungsstrichen, wenn es bei uns ein bisschen besser läuft als Durchschnitt, sag ich jetzt mal, und wir machen jetzt zweimal eine Nacht mit jeweils zweimal umhauen, das heißt, man viermal umhauen am Tag, hätte ich für meinen kompletten Tag sozusagen das Standing erfüllt. Ja, dann wäre das Ding eigentlich durch. Was man an der Stelle vielleicht noch gerade mal sagen sollte, was mir nämlich versehentlich passiert ist, und zwar, ihr solltet auf gar keinen Fall auf die dumme Idee kommen, am Ende der, wenn ihr den umgehauen habt und gelootet habt, dann zu sagen, oh, dann gehe ich mal zurück auf den Orbiter. Verlasst nicht die Mission, wenn ihr Escape drückt, weil das Missionsabbruch logischerweise sagt dann, ihr kriegt gar nichts. Die Entwickler hatten zwar gern und oft am Anfang wiederholt, wie gebetsartig beinahe schon, dass natürlich der Loot euch nicht verloren geht, solltet ihr zwischendurch in der Mission einfach mal rausgehen, also dass die Planes verlassen durchs Abbrechen der Mission, weil wir gehen ja nicht als Mission normalerweise da rein. Ja, nee, also sinnigerweise geht ihr einfach zurück zum Tor und geht nach Cetus einfach wieder zu Fuß oder mit dem Arkwing hinfliegend halt rein. Ist vielleicht somit eine bessere Idee. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall gesehen, dass der Terralyst so einiges an Moves drauf hat. Vieles von den Sachen fällt euch direkt auf. Meistens tut das nämlich alles großartig ankündigen, wenn er zum Beispiel ausholt mit einem seiner beiden Arme, ob er jetzt fies auf den Boden tritt oder sowas. Die meisten Sachen seht ihr auf jeden Fall davon. Die einzige Sache, die ihr irgendwann vielleicht nicht mehr sehen werdet, ist irgendwann diese, ich sag jetzt mal, wie ich sie jetzt gerade nennen würde, diese Tropfen, diese Teile, die nach oben langsam gehen und dann euch zielgenau euch zu treffen. Diese Teile tut ihr, je mehr Körperteile ihr abschießt, auch mehr beschwören danach. Das heißt, woran danach werdet ihr womöglich fast konsequent oder Dauerfeuer stehen, dementsprechend wie in Anführungsstrichen ungünstig gerade diese Dinge am Aufsteigen sind. Und ja, die Womberlüste werden auch in der Regel mehr, also es kann irgendwann auch sehr hektisch werden zwischendurch. Es macht dadurch Sinn, die Ruhe zu bewahren, weil sonst geht alles drunter und drüber. Aber ja, gehen wir mal ein bisschen darauf ein, was ihr am besten mitbringen solltet, weil der Typ, habt ihr vielleicht gesehen, der wurde ja gerade zwischendurch von meinem Chroma ein bisschen sehr schnell, ich sag mal, einen Arm abgeschossen bekommen und normal ist das. Nee, für Chroma ist es normal, aber für normale Warframes ist es nicht normal. Und deswegen gehen wir auch gerade darauf ein, warum wir denn da gewisse Sachen mitschleppen sollten. Deswegen gucken wir uns erstmal den Terralyst mal kurz an. So, und das wäre jetzt auch der Eidolon Terralyst, wie hier steht. Der ist der Fraktion Sentient, gehört er an und hat standardmäßig 15.000 Schild, die wir eben mit unserem Operator wegknallen müssen. Deswegen, ich kann mir vorstellen, gerade wenn hier angegeben wird, magnetischer Schaden macht er mehr Aua. Haben wir nicht eine Option mit gerade dem Operator nach auch nicht da magnetische Schaden bei irgendjemand zu machen? Sei es mal gerade, wie es will, sei es mal gerade, wie es will. Aber ja, sollten wir auf jeden Fall eben natürlich richtig eine reindreschen. Mal im Ernst, wir schießen einfach die ganze Zeit eben mit unserer Amp auf den Jungen ein, bis er aufgibt. So, wenn wir das geschafft haben, müssen wir natürlich an seiner Rüstung nach vorbei. Und das passiert wieder mit unseren Warframes. Er hat eine Alloy-Arme von 300. Wenn ihr euch mal ein bisschen da umgeguckt habt, 300 Rüstung heißt tatsächlich 50% des Schadens, den er kriegen würde, macht fupp und ist weg.
Unangenehm. Unangenehm. Falls einer jetzt auf die Idee kommt zu sagen, ho, dann nehmen wir doch einfach Aure mit, wo damit die Rüstung reduziert wird. Da haben die Entwickler witzigerweise einen Hotfix zwischendurch rausgehauen. Der Junge kriegt nicht seine Rüstung reduziert durch Auren mehr. Es steht zwar noch im Wiki drin, dass es gehen soll, aber die haben es gefixt. Die haben gesagt, nope. Alle Effekte vor einem Warframe, die nicht Schaden machen, ist der Kerl strackimmun. Egal, was er da anpackt, egal, ob irgendwelche Schwachstellen aufdecken oder sowas da ihm um die Ohren hauen wollt, sagt er, nö, kenn ich nicht, gibt's nicht. Deswegen, die 300 Rüstung kommt ihr mehr oder weniger nicht unbedingt dran vorbei, aber hey, vielleicht wollt ihr auch gar nicht dran vorbei, denn hier steht ja, radioaktiver Schaden macht da Bonusschaden drauf. Und die 3 Plusse sind tatsächlich so ernst gemeint, der kriegt 75% Bonusschaden von Radioaktivität. Deswegen ist das nicht unbedingt verkehrt. Der einzige Effekt, der sonst noch halbwegs gut funktioniert, natürlich ist Durchschlagschaden und Eis, also Kälteschaden. Aber Schnitt, ganz schlechte Idee. Blitzschaden, oh, ganz schlechte Idee. Und ansonsten magnetischer Schaden, ansonsten auch ganz schlechte Idee. Deswegen, ja, mit solchen Waffen, die damit hantieren, besser nicht mitnehmen. So, jetzt aber noch, es tut sich aber auch noch ein Roboter. Und dazu kriegt er wieder mal Bonusschaden durch Radioaktivität. Natürlich steht hier auch sowas von, hey, du kriegst übrigens mehr Blitzschadensbonus. Allerdings wäre das hier nur 50%. Und wenn wir Blitzen auf ihn schießen und in der Rüstung vorbei müssen, kriegt er erstmal minus 50%. Das heißt, man, das können wir eigentlich knicken, die Idee. Aber Radioaktivität hört sich toll an. Das heißt, man, wir machen durch die Rüstung erstmal mehr Schaden und machen nochmal Bonusschaden, eben auch nochmal, weil ein Roboter ist. Ausgezeichnet, sage ich nur. Ich habe im Wiki natürlich schon mal nachgeguckt. Es wird vorgeschlagen tatsächlich, dass wenn man Gag wäre, man könnte ihm die Rüstung auf Null hauen, sofern das noch geht, heißt es. Weil es gibt ja diesen Shattering Impact, das ist extra für Nahkampfwaffen, die eine Einschlagschadenkomponente haben. Könnt ihr Mod reintun, aber könnt ihr die Basisrüstung von dem Terralyst auch reduzieren. Das heißt, man müsste den 50 mal geschlagen haben und dann wäre seine Rüstung hier auf Null. Wenn ihr die Rüstung auf Null habt, das heißt, man hat nicht mehr die gelbe Energieanzeige, sondern eine rote, dann kriegt ihr natürlich auch nicht mehr den Bonus von 75% Radioaktivität. Es ist dann die Frage, ob 50% Schadensreduktion das in irgendeiner Form ausgleicht. Ich meine, vielleicht lässt man es einfach lieber sein, weil natürlich könnte man ein paar Schläge drauf machen, dann würde man trotzdem mehr Schaden machen. Aber wisst ihr was? Muss man nicht. Bevor man so einen Blödsinn anfängt, lass es einfach so stehen. Lass den seine Rüstung haben, da ballert er eh gleich durch. So, also Radioaktivität wollen wir haben. Radioaktivität. Läuft. Hier unten sieht man auch nochmal, was er sonst so droppt, gerade in dem Zusammenhang. Gerade Collision Force, Crash Course, Full Contact und Pummel. Die ganzen Einschlagsmods eben im Spiel. Für eure ganzen Waffen. So, jetzt habe ich euch lang genug auf die Folter gespannt. Warum zum Henker Chroma? Was ist jetzt bei ihm so speziell? Was ist jetzt, warum Opticore gerade? Ich habe es jetzt auf Radioaktivität total geskillt, deswegen hat die jetzt 15.000 Radioaktivität standardmäßig. Also standardmäßig, aber das sind halt, sagen halt die Mods aus. Um die Sache kurz zu machen, ich habe alle Mods reingetan, die Elementarschaden machen, und zwar nämlich für Feuer und eben elektrischer Schaden. 4 Mods sind das in dem Falle bei mir. Und dann habe ich natürlich Sachen reingetan, dass ich eben besser kritte. Point Strike oder auch Punktangriff, jawohl. Wegen Bonus-Crit-Chance und eben Scharfsinn oder auch Vital Senses eben, damit wir Bonus-Crit-Schaden machen. Dann noch hier Split-Chamber, auch geteilte Kammer. Und am Ende natürlich der standardmäßige Mod Serration, auch Einkerbung für den Basisschaden. Bam, fertig. Mehr müssen wir dazu gar nicht wissen. Wir machen im Endeffekt super viel Schaden, Radioaktivität. Ja, ich weiß, man kann ein oder andere Mod hier rausschmeißen, damit man zum Beispiel schneller schießt. Aber ich wollte eben maximal radioaktiven Schaden haben. Deswegen, meh. Soweit, so gut. Das war jetzt nicht eine Empfehlung, die ihr machen müsst, aber das war ich, weil ich jetzt getan habe. So, lass es erstmal so stehen. Diese Waffe wäre auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Momentan muss man natürlich sagen, es gibt eine andere Waffe, die womöglich noch viel besser dazu geeignet ist, die Typen zu killen, als diese hier. Und welche wäre das? Das wäre jetzt die Lanka. Die bin ich jetzt dummerweise noch gerade am Formen, deswegen kann ich gar nicht so weit einen Hafen dazu aufreißen. Allerdings zählt als Scharfschützenwaffe und je mehr Schüsse ihr auf dem Gegner landet mit diesem Scharfschützengewehr, generell bei Scharfschützenwaffen, desto höher Schaden macht. Das heißt, wenn ihr lange genug auf den einen schießt und gerade vor allem, weil das Ding standardmäßig nicht radioaktiven Schaden, aber zumindest elektrischen Schaden macht, könnt ihr euch sehr schnell daraus aus Radioaktiven machen und dann macht ihr rein radioaktiven Schaden auf das Ziel. Und davon abgesehen, dass man ein bisschen damit klarkommen muss, dass man dem Ding auch zielen muss und der Schuss hinfliegen muss ja erst zum Ziel, was bei der Optiker nicht der Fall ist. Aber wenn man das alles erst auf die Reihe kriegt, macht man mit dem Ding womöglich dann auch noch deutlich mehr Aua. Vor allem, weil das Ding auch schneller schießt. So, kommen wir doch jetzt aber endlich mal zu dem Chroma. Und warum hat er zum Henker nochmal so viel Schaden raushauen können? Das Geheimnis dahinter liegt quasi mehr oder weniger nur an der Vex-Armor, die er hat. Nämlich, dort steht geschrieben, sollten wir Schildschaden bekommen bei unserem Chroma, kriegen wir mehr Rüstung. Sollten wir danach aber noch mehr Lebenspunkte Schaden kriegen, machen alle unsere Waffen mehr Schaden.
Hört sich schon mal gut an. Standardmäßig sieht es ja doch so aus, dass wir die Rüstung erhöht bekommen bei bis zu 250%, was ja schon mal eine ganze Masse ist. Und standardmäßig kriegen wir eben, wenn wir eben ein bisschen mehr Lebenspunkte verloren haben, nicht auf Null sind unbedingt, aber wir müssen schon ein paar Punkte verloren haben, ein paar Prozente sozusagen. Und dann kriegen wir eben bis zu 175% Bonusschaden für unsere Waffen. Ganz egal, welche wir gerade benutzen sollen und wollen würden. So, jetzt gerade in dem Zusammenhang, übrigens das Elemental Ward hier oben in dem Zusammenhang, hier steht ja auch was geschrieben vom Damage Multiplier 3. Das hat nichts mit dem hier unten zu tun. Nein, nein, nein. Der Damage Multiplier von der Frostsphäre, also weil ich habe jetzt ja momentan Frost geskillt, sieht es also so aus, dass ich hier Bonusrüstung bekomme davon und der Schaden, den die Frostrüstung zurückwirft, der wird mal 3 genommen. Aber dennoch hat das Ding einen schönen Effekt eben, dass unser Chroma noch mehr Rüstung erhält. Was witzigerweise stackt mit dem, was hier unten dabei ist. Das heißt, mit Worten, sollten wir also völlig bescheuert sein wie ich und jetzt eben einen Mod auch noch in Chroma reingesteckt haben, um eben unsere Basisrüstung zu buffen, dann kriegen wir von dem Ice Ward eben nochmal einen gewissen Rüstungswert obendrauf und den kriegen wir am Ende des Tages nochmal um eben einen Prozentwert von hier erhöht. Das heißt, wir kriegen absurd hohe Rüstungswerte, die eigentlich kein anderer Warframe im Spiel so ohne Weise halten kann. Das wäre das eine. Und das andere wäre natürlich gewesen, sollten wir Lebenspunkte Schaden aber generell noch kriegen, machen wir eben trotzdem deutlich mehr Aua. Und das Aua ist am Ende des Tages, was hier relevant ist. Wobei, wenn man so viel Rüstung hat bei einem Terralyst, ist es auch nicht unbedingt schlecht, weil das Sterben wird dann echt schwierig. Aber wisst ihr was, lasst uns endlich mal die Mods einschalten. So sieht es nämlich aus momentan, die ganzen Werte mit meinen Mods. Ich habe natürlich jetzt Reichweite und auch die Kosten, wie ihr schon seht, die Kosten teilweise explodieren bis unter die Decke, weil ich habe jetzt einfach nur die Dauer erhöht und die Stärke erhöht, weil das sind die beiden wichtigen Dinger dabei. Das heißt, Borden, standardmäßig, wir fangen erstmal mit dem Elemental Ward an. Ich kriege jetzt dadurch standardmäßig so einfach mal obendrauf 435 Rüstungspunkte. Oh, das ist doch schon mal gar nicht verkehrt. Ich meine, die Statuschance von 72%, die habe ich nicht wirklich gebraucht, aber auch der Schadensrückwurf von dem Eis von 8,7 ist verlustig, aber brauchen wir in dem Zusammenhang nicht wirklich. Allerdings, wie ich ja schon meinte, diese Rüstung kommt ja auf unsere Basisrüstung oben drauf, plus den Mod, der dabei war. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob da das nochmal aufeinander irgendwie großartig gerechnet wird, also dass das ja Basisrüstung dazu zählt, aber wie dem auch sei, selbst wenn wir diese Rüstung auf sozusagen die modifizierte Basisrüstung des Warframes nehmen, kommen wir locker flockig wahrscheinlich schon in die 1100, 1200 Punkte hinaus und dann kommt hier am Ende nochmal 914% Armor obendrauf, wobei der Mod, der die Stärke hier dafür verantwortet, ist noch nicht auf Maximum, deswegen kann auch ein bisschen was höherweise rauskommen, aber heißt beim Worten, Pi mal Daumen, also mal 9 nochmal das Ganze. Selbst wenn wir jetzt nur ausgehen würden, dass wir hier oben zusammen nur 1000 Rüstung hätten, müssten wir damit insgesamt um die 9000 Rüstung haben. Was laut Wiki sowas wäre wie, ich glaube, wir kriegen ein bisschen weniger als 8% Schaden von allem und jedem, der uns schlägt, sofern dieser Schaden von Rüstung reduziert werden kann. Muss man immer dabei sagen. Ja, jetzt aber der Schaden, aber wenn wir eben Lebenspunktschaden verlieren bis zu einer gewissen Menge, kriegen wir eben 507, ich weiß, das geht noch ein bisschen höher normalerweise, aber ja, momentan wären es 507% Bonusschaden, wenn wir mit irgendwelchen Waffen schießen. Und das war eben das, was ihr eben gesehen habt quasi, damit ich eben rumgeknallt habe mit der AK Stiletto Prime. Bei der Opticore sieht es natürlich noch extremer aus. Wenn die dann crittet, kommen auch mal Schadensmengen dabei rum wie bis zu 200 und noch was 1000. Das ist durchaus drin. Bei der Langkart, wenn sie öfter schießt, kommen auch gewiss noch sehr viel höhere Zahlen dabei raus und wahrscheinlich ist es auch sinnig dabei, sowas zu tun. Aber wenn man der nicht umgehen kann, so wie ich, zumindest, ich bin auch am Üben damit, aber dann ist die Opticore trotzdem schon mal keine unbedingt verkehrte Idee, weil das ist trotzdem eine Menge Schaden, der ankommt. So, und das habe ich nämlich jetzt wirklich reingetan. Ich könnte natürlich hier oben auch noch einen anderen Mod reintun, den ich bis jetzt schmählich vernachlässigt habe. Wobei, ich habe es eigentlich nur reingetan, weil ich zwischendurch am Leveln war und da dachte ich mir, ich hau lieber ein bisschen um mich. Und gerade mit der Atarax, die ich dabei habe, zum Leute killen, in normalen Missionen fand ich das als toll. Aber normalerweise müsste man es austauschen und müsste eben den passenden Aura-Mod dann noch hineinschmeißen, um noch mehr Schaden zu machen. Da könnte man natürlich so rein Sachen reintun, eben wie, ja gut, hier das mit der Corrosive Projection, also dass wir die Rüstung vom Terralyst reduzieren, können wir knicken, weil er ist immun dagegen, ja. Dank eines gewissen Hotfixes, wie ich schon meinte. Was wir aber machen können, ist hier Rival Amp. Gerade wenn ich jetzt mit der Opticore schieße, wäre natürlich nochmal 27% nochmal Bonusschaden nicht verkehrt. Das sollte ich vielleicht auch wirklich reintun. Oder wenn ich mit der Lanka rumziehe, müsste ich natürlich andere Dinge tun.
Was natürlich in der Gruppe von Leuten, die Lankas benutzen, natürlich noch interessanter dann in dem Zusammenhang wäre, weil das stackt ja alles. Genauso, wenn alle jetzt Rival Amp dabei hätten, wäre das natürlich auch super passend. Aber jetzt finde ich, achso, natürlich, Deadeye mit 52,5% Bonusschaden für Sniper Rival. Und die Lanka ist ein Sniper Rival. Und das heißt, wenn die jeder dabei hat, wäre es ja dann bei vier Leuten über 200% Bonus-Basisschaden oder Gesamtschaden natürlich. Und dann ist das Ding ziemlich pervers, ja. Deswegen, das ist, glaube ich, eine Sache, die wir fokussieren sollten und auch müssten eigentlich. Aber ich habe jetzt eben auch immer gekämpft eben mit Steel Charge. Warum nicht? Also Sternen Ansturm ist einer meiner Lieblingsmods. Und wie gesagt, ich habe eine Zeit lang gebraucht wegen, der bringt eben mehr als die anderen von der Capacity her. So, jetzt aber von den anderen Sachen, die ich reingetan habe. Wir haben natürlich wie immer Prime Flow reingetan, wegen der maximalen mehr Energie. Haben wir bitter nötig, weil alle unsere ganzen Abilities sind ja teuer bis zum Anschlag, weil ich das eben teuer auch gemacht habe. Sehen wir auch gleich warum. Dann habe ich Engelständigkeit oder Narrow Minded reingetan, wie ich wollte unbedingt noch mehr Zeit haben. Ich weiß, ist das Ding nicht auf Maximum? Kommt noch, aber da kommen wir langsam hin. Erstmal ein Minus, ein bisschen mehr als 50% der Reichweite, aber dafür dann 81% längere Dauer unserer Fähigkeiten, wunderbar. Ich habe Vitality reingetan oder Vitalität, weil einfach ich mehr Lebenspunkte toll finde. Blinde Wut oder Blind Rage eben für die Bonusstärke und dafür wird eben alles, was ich tue, deutlich teurer. Auf der maximalen Stufe können wir uns davon nochmal ausgehen, dass wir nochmal 9% Stärke dazu kriegen und nochmal 5% nochmal mehr Abzüge kriegen auf unsere sozusagen Effizienz. Das heißt, mit Worten, das wird nochmal alles teurer bei uns, was wir haben. Aber was soll's? Das ist doch mit Plan, dass ich da hinkomme. Transient Fortitude oder auch eben flüchtige Stärke, eben habe ich auf Maximum tatsächlich auch mal gebracht. Nochmal für Bonusstärke, dafür kriegen wir tatsächlich ein bisschen von der Zeit abgezogen, aber ich wollte unbedingt die mehr Stärke haben, weil je mehr Stärke wir zusammenbekommen, desto mehr Aua wird unser Warframe am Ende des Tages ja auch machen. Dann Prime Continuity oder auch Prime Kontinuität, damit eben nochmal 55% Bonus auf die Dauer unserer Fähigkeiten kriegen. Dann, Stahlfaser oder Steel Fiber für 110% Bonus Armor. Ja, ich bin ein bisschen geck in dem Zusammenhang, deswegen haben wir auch jetzt insgesamt eine Rüstung von standardmäßig von 735. Deswegen, wenn wir von Froster dazu kriegen, jopp, da kommen wir schon relativ hoch. Es sei natürlich, die Frostgeschichte wäre, käme zur Basisrüstung dazu, dann würde natürlich würde man nochmal ein bisschen höher rauskommen wahrscheinlich. Aber hey, die 1200 Rüstungen haben so, wenn man Frostskills, ja doch schon mal nicht unbedingt falsch. Und am Ende habe ich noch reingetan, Intensify oder einfach Verstärken, nochmal 30% oben drauf Power. Das heißt, ich bin 9% von den knapp 300% Stärke weg. Und ich könnte hier noch ein bisschen, das wird alles so ein bisschen teuer natürlich, wenn ich das habe. Und ich könnte natürlich hier oben noch ein bisschen die Zeit erhöhen, wenn ich mal die Engständigkeit auf Level komplett. Aber ja, hier oben, ganz wichtig, hier oben noch haben wir noch Power Drift für nochmal 15% Stärke oben drauf. Und natürlich eine 30% Chance auch mal, das niedergeschlagen werden, mal zu widerstehen. Was wir tatsächlich gebrauchen kann bei dem Kollegen, muss man einfach mal sagen. Aber bevor ich mich jetzt hier mit fremden Federn schmücke, sollte ich vielleicht darauf hinweisen, dass es nicht unbedingt meine Idee war, den Chroma jetzt so umzubasteln und zu formern vor allem zwischendurch. Oder auch die Opticore jetzt damit rumzulaufen, so wie der Kollege es gemacht hat. Nämlich spend 200 pay for this, hat natürlich hier sich sehr aus dem Fenster gehangen. Ein Clanmitglied, der unfassbare Dinge angestellt hat. Und sein Bild war noch deutlich extremer. Da war noch eine Arcana mit drin. Er hat eine Fures, um sich selber zu heilen, mit drin gehabt. Und noch ein paar andere sehr interessante Sachen. Zum Beispiel ist er auch auf Gift gegangen beim Chroma, wie ich jetzt auf Feuer und jetzt gerade mal auf Eis. Und ja, da kann man natürlich auch deutlich nochmal mehr, noch einen Tacken rausholen. Vor allem die Überlebfähigkeit von dem Warframe wird nochmal großartiger erhöht. Ach ja, das ist auch so ein Teil gewesen, den er auch da sich überlegt hatte, nämlich die Idee, dass er sich selber bufft und selber Schaden macht, damit er nicht darauf angewiesen ist, dass Gegner ihm Schaden machen, damit er eben den Schadensboost bekommt. Sondern nein, er kann einfach eine Cerata nehmen. Und da Mods reingetan haben wie Power Throw, wichtige Sache, und dieses Quick Return. Im Endeffekt also die schnelle Rückkehr oder auch diesen mächtigen Wurf brauchen wir eben in dem Zusammenhang, weil dieses Teil sorgt dafür eben, dass unsere Kleve explodieren kann. Und der Quick Return oder auch hier diese schnelle Rückkehr sorgt eben dafür, dass das Ding nicht eben irgendwie hüppelweise irgendwo rumfliegt, sondern beim ersten Aufschlag quasi sozusagen direkt zurückkommen würde, was heißt, dass der Effekt hiervon nämlich eintritt. Weil hier steht zwar drauf nur, dass das Ding durch Gegner durchfliegt, aber mittlerweile gibt es noch einen zweiten Effekt, nämlich eben, dass die Klave explodiert. Und damit kann man eben vor sich auf den Boden schmeißen, sich selber Schaden machen und schon da-da-da-da steht man mit relativ gutem Buff da. Da kann man also sagen, okay, ich buff mich jetzt mit der Vex-Armor, hau mit dem Ding fies vor mich auf den Boden und zack, läuft die Klamotte. Aber natürlich werdet ihr jetzt euch fragen, warum zum Henker hast du jetzt hier so teilweise voll aufgeladene Element-Mods mit reingetan und einen völlig ungelevelten? Ganz einfach.
Ich wollte jetzt, ich habe es quasi mal ein bisschen rumprobiert und wollte eben, weil ich auf Eis gegangen bin, habe ich ja mehr Rüstung an und musste somit mir relativ viel Schaden auch machen in irgendeiner Form, damit ich eben sozusagen die Wex-Armor, den Bonus davon kriege. Und natürlich auch gleichzeitig musste ich mir Schildschaden ja machen, damit ich eben auch den Bonusrüstung noch dabei abstauben gehen kann. Und deswegen habe ich eben neben dem, dass die Cerata eben Giftexplosion macht, wenn sie irgendwo aufschlägt, habe ich eben noch ein bisschen Blastschaden mit reingepackt für das Schild, damit es halt auch was abkriegt. Somit kann ich sozusagen mir beide Fähigkeiten aktivieren, hau dieses Ding vor mir fies auf den Boden und krieg dadurch eben den Buff, bevor ich überhaupt mit dem Gegner Kontakt habe. Wenn man erstmal natürlich länger gegen den Typen kämpft, muss man da vielleicht ein bisschen anders die Sache machen oder muss zwischendurch weglaufen von einem Terralyst. Aber ansonsten kann man sich eben, ich sag mal, fertig buffen und dann auch aus dem Fernkampf sagen, okay, und jetzt fange ich an, die Gliedmaßen abzusnipern. Wäre eine Idee. Muss man nicht machen. Ich habe ehrlich gesagt jetzt die Cerata jetzt auch vor kurzem erstmal ein bisschen mehr benutzt, aber generell könnt ihr euch auch darauf einstellen, dass wenn ihr zum Beispiel auf Feuer euren Chroma geskillt habt, dass ihr einfach in den Typen reinspringen könnt und sagt dann, hau mich, damit ich dir mehr Schaden machen kann. Und das geht zum allergrößten Teil ganz gut. So, abschließend möchte ich natürlich noch was sagen. Natürlich, eine Trinity dabei zu haben, also ein Heiler, wäre eine gute Idee. Jetzt werde ich sagen, ho, da kann ich ja auch Typen mitnehmen, wie hier den Oberon. Das könnt ihr gerade wieder vergessen, wenn es um Heilen geht. Obwohl der Oberon nicht schlecht heilt, die Drohnen, die ihr mitnehmen müsst, ne, diese Teile von den Grenadiers, die halten relativ viel aus, obwohl sie es nicht unbedingt optisch anzeigen. Und wenn ihr die hochheilen wollt mit dem Oberon, wahrscheinlich platzen die Teile euch, bevor ihr es schafft, es hochzuheilen. Da die Trinity ja prozentuell einfach alles raufheilt, geht das damit deutlich besser. Deswegen würde ich empfehlen, einen Chroma auf jeden Fall, der den Schaden raushauen kann. Natürlich könnt ihr auch andere Warframes nehmen, wenn ihr, ich habe gesehen, da hat einer so eine Art Volt-Railgun-Charakter sich gebaut, was auch eine schöne Idee ist. Das heißt, man so eine Buzzlog mit ganz vielen Schildern voneinander und dann halt da durchgeschossen. Da dachte ich mir so, oh, das ist auch eine schöne Idee. Aber wenn ihr jetzt unbedingt den Chroma gehen wollen würdet, dann müsst ihr ihn halt nur haben. Könnt theoretisch auf alle Elemente gehen, die ihr wollt. Frost wäre halt, damit ihr besser am Leben bleibt. Wenn ihr einfach, dass alle mehr Lebenspunkte haben wollt, müsst ihr eben auf Feuer gehen. Und wenn alle einfach nur schnell nachladen können, kann man ja auch auf Gift gehen. Das ist natürlich der beste DPS-Bereich, muss man mal sagen. Weil wenn man fast instant am Nachladen ist, ist natürlich die Sache schon ziemlich fett. Weil dann, wie gesagt, keine Zeit verschwendet mit Nachladen. Aber Blitz in dem Zusammenhang, das kann man natürlich fallen lassen, beinahe, ja. Aber ja, generell sind die anderen alle so, haben so ihre Vor- und Nachteile, sag ich jetzt einfach mal. Und also der Chroma wird auf jeden Fall der sein, der den Schaden raushaut. Die Trinity wird sein, dass zwischen auch die Drohnen raufgeheilt werden. Und natürlich, dass auch alle anderen Mitspieler außenrum womöglich so einen Buff erhalten, damit sie weniger abkriegen, auch wenn sie keine Rüstung haben. Der Segen der Trinity sorgt ja durchaus dafür, dass ihr weniger Schaden bekommt. Zusätzlich könnt ihr natürlich auf die Idee kommen, so Leute mitzunehmen wie den Harrow, weil der Gegner tut ja Unmengen an Flächenschaden raushauen. Das heißt, wenn alle Typen dicht beieinander stehen, kriegen die auch richtig schön Schaden ab. Und er kann ja sagen, ob ihr kriegt jetzt alle keinen Schaden ab und der ganze Schaden, den wir kriegen, kriegen wir danach als Buff, damit wir mehr Crit-Schaden machen. Das im Zusammenhang noch mit ihm hier, da können wir uns auf Schadenswerte einstellen, die absurd sind, sage ich nur. Da könnt ihr auch Strohhelme nach dem Terralyst schmeißen und der wird instant auseinanderfallen, zumindest einer seiner Körperteile. Und wo wir gerade beim Thema Schaden sind, auch ein Rhino wäre nicht schlecht. Ja, erinnert man sich fast gar nicht mehr dran, aber der hat durchaus ja so eine Art Kampfgebrüll, wenn man so sagen will. Und das gibt ja prozentuell Schadensbonus. Kommt alles mit dabei, sage ich. Kommt alles mit dabei und schon hat man eine Truppe von Terralyst-Slayern, die alles womöglich platthauen wird. Und dann ist mir auch klar, warum manche sagen, oh, man kann so einen Terralyst womöglich auch viermal womöglich in einer einzigen Nacht schon umhauen in der Ebene. Wie gesagt, wir probieren es momentan nur zu zweit und das alles ein bisschen ausbaldovern, andere Waffen, andere Mods mal hin und her probieren und wir schaffen es jetzt zweimal und da muss ich sagen, das ist eigentlich ganz okay. Ja, und mehr muss ich eigentlich dazu gar nicht sagen. Im Endeffekt ist das das große Geheimnis von vielen, die darin rumlaufen, muss man sagen. Und gerade der Chroma momentan kann sehr absurde Zahlen bauen, muss man sagen. Der Chroma kann momentan absurdeste Zahlen herstellen und gerade für den Terralyst ist das mal, ist einfach mal Zucker, sag ich mal. So, und das wäre es für heute erstmal wieder gewesen. Danke fürs Vorbeischauen und Zuhören. Das war's mit dem K3 und so viel zum Thema erstmal mit der Jagd auf einen Terralyst. Womöglich wird das ein oder andere in der Meta sich noch verziehen, sag ich mal, oder verschieben. Denn am Anfang hieß es, oh, die Optiko ist super krass. Und dann kommen die Leute mit, oh, die Lanka ist super krass. Jedes Mal kommen halt neue Ideen raus oder wird was getestet, was womöglich noch besser funktioniert. Aber zumindest hat schon mal eine Variante, wodurch ihr auf jeden Fall Erfolge feiern könnt bei einem Typen, wo ihr normalerweise sonst verzweifelt. Weil ich habe damals schon mit Random-Gruppen bin ich rumgezogen. Wir haben eine Nacht lang, in Anführungsstrichen 30 Minuten lang sozusagen, gegen einen Terralyst gekämpft. Wir hatten nie Drohnen dabei.
wir haben einfach nur mit normalen Waffen drauf geschossen. Man kriegt den Tod, man kriegt nur nicht besonders viel Loot daraus. Und am Ende des Tages ist es nicht unbedingt die Sache wert. Deswegen einfach mit vernünftigen Drohnen aufschlagen, den Jungen schnell niederrotzen und dann sagen, danke, gib mir den Loot, ich komme dann mal gleich wieder zu deinem Kollegen. Sofern jetzt nicht irgendwas Dramatisches in der Meta sich von einem Terralyst nochmal verändert, ist das aber trotzdem schon mal ein halbwegs geschickter Einstieg zu der ganzen Geschichte. Und ich sage einfach mal, bis die Tage und ciao.